Oh ja, nimm die schön blutige Hand. Geil, ey. Anti-Aging. Was mache ich denn jetzt? Wo kommen die denn alle her? Also das ist jetzt ein bisschen fies, oder? Oh! Oh! Mann! Ich hab gesagt, fass mir die Hand! Wir dürfen... Hör auf rumzustöhnen, dein Ernst, Mann! Was ist los mit dir? Können wir unter durchkriechen? Oh mein Gott, wir hätten die ganze Zeit unter durchkriechen können. Wirklich? Ich will nicht in das dunkle Blutleichen-Ding kriechen. Ich will nicht. Das ist ekelhaft. Okay. Ich will nicht. Nö. Was? Nö. Welcher normal denkende Mensch mit einer Gehirnzelle denkt sich, hier gehe ich rein. Hier sieht's schön aus. Ja, diese Wand. So sieht's bei mir zu Hause auch aus. Da würde ich auch total reinkriechen. Und du hast keinen Dreck auf dir drauf, oder? Nein, außerdem können wir ihn nicht mehr angucken. Er dreht sich jetzt die ganze Zeit. Mann, welcher normal denkende Mensch will denn hier reingehen? Und wir brauchen eine verdammte Fuse. Gut, es ist nur Wasser. Ich dachte, wir sind auf eine Blutleiche getreten, die schon so rumplatscht. Hallo? Bitte habt Erbarmen mit mir. Ach, natürlich geht die nicht auf. Bitte lass hier kein Zombie um die Ecke sein. Was ist das? Oh. Schreck mich da nicht so. Schuhe, ich dachte, das wäre ein Baby. Können wir uns was zu trinken holen? Da ist doch noch was. Hier, Sprite. Okay, wir haben... Kampa? Wenn das ein M sein soll? Arta und... Was ist denn der erste Buchstabe da? F. Gut. Toller Name. Also ich würde ja eine Art probieren. Sieht ein bisschen aus wie eine Sprite. Cold Drinks. Ah ja. Trotzdem dürfen wir nichts trinken. Es sei uns nicht vergönnt. Du schaffst das. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber danke, Leon. Mann. Leon, wir machen das gemeinsam. Hand in Hand. Muss ich mich da gleich durchquetschen? Das sieht so aus, als ob ich das gleich müsste. Oh nee, hier ist eine Tür. Sei Dank. Ich traue der kein bisschen, ne? Bitte steh nicht wieder auf. Oh, und da liegt Munition. Hey, wir können die aufheben, ohne sie umzudrehen. Verdammt, ich dachte jetzt. Hey, wir können eine Rede halten. Also, guten Tag, Leute. Guten Tag, Kamera. Guten Tag, Kameramann. Guten Tag, Susi auf dem Boden. Guten Tag, werte Tür. Ich möchte heute ankündigen, mein Name ist Leon S. Kennedy. Ich wurde heute befördert zum Präsidenten. Ihr... Oh, ich dachte, da steht was. Ihr habt mich alle gewählt. Ihr seid meine treuen Fans, meine treuen Untergebenen. Ich danke euch vom tiefsten Herzen und ich werde diese Stadt in den Ruin... ich werde diese Stadt zum großen Erfolg führen und dafür sorgen, dass wir mehr an der Broschüre stehen haben können, als dass wir ein Waisenhaus besitzen. Danke, danke. Danke für den Applaus, danke. Ihr könnt euch den gerne noch ein bisschen sparen, aber danke. Ach ja, das fühlt sich toll an, so begehrt zu sein. Tatsache, du greifst mich nicht an. Das gefällt mir gar nicht, da kommen Geräusche her. Ey, wir haben Licht angemacht. Tut mir leid, meine liebe... Warte, Moment, das geht so nicht. Ich muss wieder hier vorne hin. Liebe Bevölkerung, es tut mir leid, dass ich eben mein Interview in einem dunklen Raum gehalten habe. Aber dieser dunkle Raum soll den aktuellen Stand der Dinge beschreiben, ja? Das ist eine Metapher gewesen für den aktuellen Stand unserer Stadt, für Raccoon City. Umbrella hat uns in die Schattenwelt getrieben, in die Dunkelheit. Jeder Ecke wartet auf uns... Krieg, Verderben, Mord und nichts weiter als düstere Gedanken. Und ich werde dafür sorgen, dass die Sonne wiederkommt. Vielen Dank, vielen Dank. Ach Mann. Gehen wir mal wieder hier raus. So, können wir jetzt uns hier durchquetschen? Denn das ist bestimmt was, was wir tun, ne? Ja, halten. Aber wir quetschen uns nicht durch, wir machen Lärm, indem wir das... aufrichten.
mit einem lauten Rums, was bestimmt jeder gehört hat, der in der Nähe ist. Ich gehe erstmal da lang. Also die Toilette klingt aber nicht mehr so gut. Das klingt, als ob da ein bisschen was ausläuft. Oh, ich kann mich selbst nicht sehen im Spiegel. Können wir einmal auf die Toilette gehen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich will mir nicht die Hose machen. Die Tür geht zwar nicht zu, aber komm, Leon. Du kannst ja im Stehen pinkeln, das passt. Ich habe ein bisschen Angst. Das Spray. Erste Hilfe Spray. Das werden wir noch gebrauchen. Sag mal, wer hat denn die Toilette verstopft? Ist da eine Windel drin? Oder eine Maxi-Maxi-Binde? Ich glaube, es ist eine Maxi-Maxi-Maxi-Binde. Was ist das denn? Da hat wohl jemand eine Maxi-Binde reingeworfen. Aber eine sehr große, so Riesenformat. Also ein bisschen groß, muss ich sagen. Da können wir nichts mitmachen? Nee, leider nicht. Oh, ich höre die ganze Geräusche. Ich weiß nicht, was du hast, Leon. Das sieht doch wunderschön aus. Oh, dafür brauchen wir was. Aufmachen! Was? Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Wovon redest du? Hallo? Ach da! Ich hol sie raus! Alles okay? Bitte bring keine Zombies mit! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Oh nein, der wird sterben. Oder? Er wird weggezogen oder so, ich weiß ja nicht. Oh, da kommt was. Oh! Nein, lass ihn los, du kannst ihn nicht mehr helfen! Lass ihn los, ich will nicht seine Hand oder Hilfe auf dieser Seite haben, bitte! Bitte! Nein, genau das wollte ich nicht! Warum siehst du ihn denn weiter? Scheiße. Da können wir nicht mehr helfen. Ich hab sie weiter gezogen. Du ekelhafter Zombie. Wieso? Mann. Notizbuch eines Polizisten. Oh, ich hoffe, dass es nicht der Polizist, den Claire kannte. Oh, es ist so süß gezeichnet. Oh, er hat sich irgendwie so einen Ausweg gezeichnet. Oh, wir haben die Codes. Oh mein Gott, danke. Typ, du bist der Beste. Du bist umsonst gestorben. Können wir ihm irgendwie noch Ehrentod erweisen? Wieso gehen meine Kugeln denn immer durch die Köpfe von den Leichen? Die könnten doch jederzeit wieder aufstehen. Was? Was? Das ist Marvin oder so. Ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Stirb, Marvin! Ich hab ihn eben geschossen. Ich sagte, stirb, Marvin! Stirb! Komm bloß nicht wieder... Steh bloß nicht wieder auf. Du Ekliger! Wo ist dein Kiefer? Ach, da ist er. Hier bin ich gesehen. Na komm. Oh Gott. Kann ich auch raus, ne? Hier geht nicht raus. Oh, jetzt muss ich den Weg hier gehen. Nein. Absolut nicht. Tschüss. Was? Scheiße. Die sind überall. Moment, ich muss... Was mache ich denn jetzt? Okay, ich habe zwei Schuss. Ich muss, ich muss die irgendwie umlaufen. Put, put, put. Komm her. Bitte lass mich in Ruhe. Komm schon, der andere auch. Okay. Meine Chance. Freiheit. Lauf, Leon! Lauf! Komm schon! Geh durch, los, geh durch! Komm schon! Lass dich nicht aufreißen wie die anderen! Wie passt du denn da durch? Oh Gott sei Dank, bitte! Bitte kriech! Nein! Tati! Tati, was will ich? Oh, wer ist das?
Danke, wer auch immer du bist. Verstanden. Oh mein Gott, danke schön. Du bist sicher. Oh, du wurdest gebissen. Nein. Danke. Marvin Brenner. Oh, das ist Marvin. Ian Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Oh ja, nimm die schön blutige Hand. Geil, ey. Anti-Aging. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Was ist das? Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Ach Mann, ich will nicht, dass er stirbt. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja. Ja, Sir. Tut mir leid. Es tut mir leid. Außerdem, ich brauche mal ganz kurz eine Sekunde. Wir haben, also erstens mal, wir haben ein Messer. Nice. Und zweitens, oh warte, was? Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Oh. Mit Space bereithalten und mit linke Maustaste schlitzen. Kann zum Kontern Space verwendet werden, wenn ein Gegner gefangen wurde. Wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Okay. Also erstmal, wir haben jetzt ein Messer, das ist super. Und zweitens, Leon hat seine tolle Uniform. Ich meinte, indem ich sie ohne... Ich kenne ihn nur in dieser Uniform. Und die steht ihm echt gut. Aber ich muss sagen, das von ihm hat ihm auch gut gestanden. Ach Mann, können wir ihn nicht erschießen? Ich will nicht, dass sich hier einer von den Dingern verwandelt. Das ist doch viel grausamer als Schicksal. Es tut mir leid, Lieutenant. Wo ist das Buch? Kann ich bitte einmal die Statue, die Frau, den Bogen und die Schlange? Huch. Achso, das bringt uns eh nichts. Das müssen wir einsetzen. Aber wir können zum Löwen oben gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Marvin. Wie hieß denn der Officer, den wir umgebracht haben? Der Zombie. Wenn das nicht Marvin war. Oder Löwe war was? Löwe war Löwe. Zweig und Vogel. Löwe, Zweig und Vogel. Löwe. Zweig. Und Vogel. Ah, so kriegen wir die Medaillon. Die Medaillonge. Die Medaillons? Medaillonge? Huch. Ich habe sie gar nicht genommen, das geht auch. Können wir direkt unten einsetzen, dann haben wir nicht so viel Müll in unserem Inventar. Denn anscheinend scheint das ziemlich klein zu sein und das gefällt mir nicht. So, das setzen wir einmal ein, bitte. Huch, ach so. Also hatte Elliot recht. Anscheinend ja. Aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ja, ich muss noch zwei andere finden, aber das ist schon mal cool. Also, er hatte auf jeden Fall recht. Die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Ah, wir haben ein Messer. Nevermind, wir können das Klebeband aufschneiden. Wir können das Klebeband aufschneiden. Hör auf rumzustören, Leon. Nicht ausrüsten. Ne, wir haben es ausgerüstet. Ne, Moment. Hä? Ich will es ausgerüstet haben. Ja, genau. Perfekt.
Jetzt können wir das aufmachen. Mit ein bisschen Lärm. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Das war wirklich dein erster Tag. Wow. Das ist cool, mehr über ihn zu erfahren. Ich wusste gar nicht so viel über Leon. Nur, dass er Leute niedergemetzelt hat. Und das aus gutem Grund. Aber da ist keine Tür. Wir können hier lang gehen. Oh, ist schon wieder so dunkel. Ich will nicht. Können wir lesen? Was steht da? Daily Raccoon. Ach so, die Zeitung. Die tägliche Zeitung. Oh, ich trau dem gar nicht. Der schnappt bestimmt noch uns oder so. Lass ihm doch nicht ins Gesicht, bist du wahnsinnig. Verflucht. Vielleicht schnappt er doch nicht nach uns. Aber trotzdem, Leon, du siehst Zombies, die... Was? Du siehst Menschen, die einen... Oh mein Gott. Du siehst Menschen, die einen versuchen zu beißen? Und deine erste Reaktion ist, ihm ins Gesicht zu fassen mit deiner Hand, ohne zu wissen, ob er noch lebt? Der Mann hat einen Todeswunsch. Aber ich meine, der wurde auch schon in die Schulter von der Kanne gebissen und anscheinend ist er immun. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber das ist gar nicht gut, denn das... Er ist nicht von unten gefallen. Also irgendwer hat ihn da aufgespießt. Wer hat ihn da aufgespießt? Wie? Und seine Arme sind gebrochen, oder? Gibt's in diesem Teil Nemesis? Oh Gott. Wir können nichts da benutzen. Du hast die ganze Zeit gehalten. Warum musst du jetzt runterfallen? Der ekelhaft. Hallo? Oh, ein offenes Fenster. Wir könnten da raus, ne? Kann das sein? Oh, nee, das ist ein... Hä? Moment, warum wird uns das so angezeigt? Das ist doch einfach nur ein offenes Fenster. Können wir da Sachen rauswerfen, oder was? Kann ich meinen Müll da rauswerfen, oder wie? Umweltverschmutzung, oder was? Ich habe ein bisschen Angst, hier lang zu laufen. Großartig. Alles gut, der ist draußen. Das ist nicht so schlimm. Never mind! Ich nehm's zurück. Ist okay. Deswegen sind die Fenster da. Na komm, stirb. Ich will keine Schüsse verpassen, wenn es geht. Das sieht aber gar nicht gut aus. Sind da wirklich Zombies durchgekommen? Oder gibt's hier noch anderes? Das sieht ein bisschen brutaler aus als Zombies, wenn ich ehrlich bin. Gibt es Nemesis in diesem Teil? Oh no. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September Zusatz. Eine der zufluchtsuchende Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebenden konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Oh Gott, das ist grauenvoll. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Moment, es gab David, Elliot und Marvin, richtig? Also war David der allererste, den wir erschossen hatten? Ne, nicht der allererste. Doch, der allererste. Den anderen haben wir nicht erschossen. Der ist ja so gestorben. Die waren also alle eingesperrt hier. Dabei wollten sie nur helfen. Ach, Mann. Oh, eine Karte. Aber wir haben doch schon eine Karte. Das ist eine ausgeweitete Karte. Ja, von der Seite noch die Karte. Und da oben steht das Heizraum. Das hatten wir eben noch nicht, oder?
Da bin ich mir jetzt unsicher. Da ist ein Fenster, wo wir anscheinend durch müssen. Aber erstmal, da ist noch eine Tür. Ah, ich sehe schon, die ist, muss man aufschließen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Durch das Fenster. Was ich für keine gute Idee halte, eigentlich irgendwelche Fenster zu... Ja. Genau. Ach, wir ignorieren mal den Zombie. Wir können doch bestimmt hier lang gehen, oder? Nein, wir können nur looten. Immerhin. Ah, Musik wollte ich sagen. Munition. Perfekt. Hat sie gerade erst wieder aufgestanden? Also das ist jetzt ein bisschen fies, oder? Die lassen den Zombie hier leiden, weil er nicht an seine Snacks kommt und der muss ewig darum betteln. Das ist doch gemein. Sollen wir ihn erlösen oder sollen wir ihn lassen? Ich glaube, wir lassen ihn. Der wird niemals an die Snacks kommen. Und also tut er uns nichts. Der will nur normale Snacks. Der will keine menschlichen Snacks. Das gefällt mir. Nein. Nein, du wolltest keine menschlichen Snacks. Oh, natürlich willst du doch menschliche Snacks. Du hattest doch gerade so viel Freude an den anderen Snacks. Was hast du denn da überhaupt versucht zu bekommen? Warum hast du da ewig gegengeschlagen? Die sind doch schon offen. Guck mal, da gibt's Chips. Da gibt's Milk Duds, glaube ich, sind das da unten. Troop irgendwas. Was gibt's denn dann noch? Poppin' Beans. Wahrscheinlich wie Jelly Beans. Wealth. Wahrscheinlich wie Werther-Schokolade. Mint Candy. Apricot-Kombi. Gummy-Kombi. Okay, ein Auto. Erstmal Auto bei den Süßigkeiten abknabbern. Hallo, Herr Officer, ich würde gerne eine Anzeige erstatten. Der Zombie da draußen, der Mann, der hat versucht, mich zu essen. Das gefällt mir nicht. Das habe ich nicht zugestimmt. Mal ein bisschen Schießpulver, das können wir auch gut gebrauchen. Und eine Notiz? Schießpulvernutzung. Zweimal Schießpulver für Pistolenmunition. Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Ja, ja, das werden wir alle schon rausfinden. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Ah, okay. Also wird uns das angezeigt, aber wir müssen trotzdem darauf achten, dass wir nicht das Falsche machen. Hier ist ein Tresor. Ein für uns aktueller nutzloser Tresor. Wir haben ja noch nichts. Dir geht's gut? Ich bin froh, dass bisher wenig Zombies aufstehen. Ich erwarte bei jedem Zombie, der da irgendwo liegt, dass wir gleich sterben. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus der Zeit des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation auch nicht zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot. Er hat viel herausgefunden. Es hat ihm nur am Ende selber nichts gebracht. Hallo? Sag mir nicht, dass du da hinten aufgestanden bist, nachdem ich dich gepriesen habe, dass du nicht aufstehst. Und jetzt bist du ernsthaft aufgestanden? Ich habe mich so gefreut, dass endlich mal ein Zombie dann nicht aufsteht. Und dann kommst du um die Ecke. Und ich schieße auch noch daneben, das reicht mir. Komm her. Verschwende keine Munition. Boah, und jetzt bewegst du dich. Ah, hallo. Dankeschön. Ein Brief. Erster Einsatz für Anfänger. Oh, das ist für uns. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ja, haben wir jetzt gerade auch schon, aber ich bin gespannt, was wir sonst bekommen hätten. Ihr Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg steckt... Oh mein Gott, tut mir leid. Einmal strecken und gehen. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unseres Vornamens. LSK... Geben Sie diese Buchstaben in der Reihenfolge unseres Schreibtisch 1. Es ergibt zwei Schlösser. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen.
Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Glück, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Das heißt, um hier zu looten, müssen wir uns durch die Namen kämpfen. Oh, in der Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Oh, selbst am Ende hat er an uns gedacht und trotzdem sind wir hier aufgetaucht. Ach Mann. Ich glaube, das erste ist unseres, oder? Oh, es gibt kein A. Das erste ist nicht unseres. Ja, haben wir mal Elliot, David oder so? Jetzt muss ich überlegen. Wir können nochmal die Briefe angucken, ja. Das ist nur die Broschüre. Ereignisbericht hier. David Ford gibt es einmal. Elliot Edward. Also DF, EE und Brannigan. EE. Wir versuchen einmal EE. Moment, wir können erstmal. Hier können wir, glaube ich, unseren Namen eingeben. Nicht Leon S. Kennedy. Dann Lieutenant. Wir suchen auf der anderen Seite mal Lieutenant Edward und dann nochmal E. Nein. Was war der eine nochmal? Das muss ich jetzt noch raus. Das ist jetzt knifflig hier. Brannigan war der eine. LB, aber das passt nicht. Da fehlt eins noch. Einsatzbericht. Was, Officer Phillips gibt auch noch. Elliot Edwards, den haben wir. Wie hieß der andere noch? David Ford. Wir können LDF mal probieren. LDF. Nein. Jetzt bin ich überfragt. Oh. David Ford, das steht da auch nochmal. Entschuldigung. Du lebst ja immer noch. Warum lebst du denn noch? Du willst meine ganze Munition fressen, kann das sein? Das ist aber sehr gemein. Und dann schießt sie auch noch daneben. Mann, ey, meine Munition. Warum stehst du denn nochmal auf? Marvin Brannigan. Oh, LMB. Das können wir versuchen. L. Wo ist mein M? Oh. Marvin. Hä? Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Du hängst doch nicht mal mehr richtig dran. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann bewegst du deinen Kopf noch so. Oh, das ist furchtbar. Ja, tritt doch wieder ein. Das kann doch nicht wahr sein. Daran steht er auf. Oh, jetzt steht der Nächste auf. Wir haben keine Munition mehr. Wir müssen Munition herstellen. Ich kann das auch gar nicht. Ich habe ja nichts zum Kombinieren. Dann muss ich mein Messer nehmen. Wie mache ich das nochmal? Mein Messer? Wie mache ich nochmal mein Messer? Hallo? Wie mache ich nochmal mein Messer? Kann ich das auf die Stellleiste tun? Ich will es dann darauf tun. Wie benutze ich nochmal mein Messer? Wie war das? Ich hatte es doch eben auch in der Hand gehabt. Ach, mit Space. Komm her. Ich zerhack dich. Ah! Ich muss sie weiter töten. Nein, Mann, ich habe mein Messer verloren. Ich dachte, ich krieg mein Messer wieder. Ich habe es nie wiederbekommen. Aber ich habe doch keine Munition. Warum ist er denn plötzlich aufgewacht? Das hat er doch vorher auch nicht getan. Warum? Was ist das hier alles? Wieso? Ich habe keine Karte. Kannst du mir bitte irgendwo Munition geben? Komm die hier rein? Oh, du kommst hier rein. Ich hab doch nichts. Was willst du von mir? Warum steht ihr alle wieder auf? Lass mich doch in Ruhe.
Ah, ich komme da nicht raus. Ich gehe wieder in die Main Lobby, da sehe ich gar nicht ein. Oh Gott. Ich muss eine Sicherheitskarte irgendwo finden. Moment, komme ich hier überhaupt wieder raus? Oh, ich glaube, ich komme hier nicht wieder raus. Lass mich. Ich bin beschäftigt. Das ist nicht sein Ernst. Ist das der... Nee. Oh. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wo kommen die denn alle her? So viele Leichen lagen hier doch gar nicht. Bitte, pass mich nicht an. Ich hab gesagt, pass mich nicht an! Was mache ich denn jetzt? Ey, da geht's weiter, oder? Geht's hier weiter? Oh mein Gott. Oh, da ist ja noch einer. Lass mich doch alle in Ruhe. Was ist denn das? Mobb mich nicht. Ich will nicht. Ah, Badezimmer. Ich will einen Speicherpunkt haben, bitte. Oh mein Gott, ich komme hier gar nicht durch. Oh mein Gott, ich komme da gar nicht. Kann ich mich im Schrank verstecken? Kann ich hier Lieutenant Eddie eingeben oder so? Wieso? Ich hoffe, die verfolgen mich jetzt nicht. Mann! Was ist das? Munition? Das Tresor? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie Auswahl und Untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen helfen kann. Untersuchen? Ja, und nu? Ja, Musik machen. Hä? Was ist das denn? Nee, ich will jetzt nicht. Ich hab Besseres zu tun. Oh, Munition. Blindenmunition? Aber ich hab doch nur eine Pistole. Ich hab doch nur eine Pistole. Ich brauch Munition. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Oh. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das wieder so ein Mist ist. Aber vielleicht ist da Munition drin. Wir müssen da nicht gucken. Also, es macht keinen Sinn, dass da Munition drin wäre. Aber vielleicht ist da irgendwas als Hilfe drin, was wir brauchen. Nein, ich wollte untersuchen, Mann. Ich habe das Falsche gedrückt. Okay. 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 Oh, das und das. Und wieder vorbei. Und wieder vorbei. Oh, das, das, das. Okay. Das ist wieder vorbei. Nein, das wollte ich nicht. So, das? Nein. Na komm schon. Warte schon, wir machen das. Okay, das, 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 das. Vielleicht das da oben? Nein. Nein. Mann! Huch, das wollte ich nicht. Verdammt. Da über? So, 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 so. Moment, so. So, 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 so. So, wahrscheinlich dann unten. Oh, den habe ich schon? Warte mal. So, 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 so. So, so. Also entweder der oder der. Ich glaube, der untere. Ja. Perfekt, wir haben's. Und was kriegen wir jetzt? Bitte Munition. Ein wichtiges Ersatzteil. Ist das für das Ding da vorne? Bitte lass es für das Ding da vorne sein. Ich würde gerne rüber. Es ist nicht für das Ding. Was ist denn das?
Das sieht aus wie von so einer Klingel oder von so einer Klospülung. Können wir hier raten? Wir hatten Lieutenant Brannigan. Nein, Bragan oder wie der hieß. Wir hatten Eddie. Wir hatten zweimal E. Aber wir können kein... Können das so rum machen? Nein, wir können das nicht falsch rum machen. Ich bin überfragt. Ich bin froh, dass die Zombies uns nicht gefolgt sind. Ich glaube, ansonsten hätte ich geweint. Warum stehst du jetzt da im Weg? Ich habe doch sowieso keine Option, was ich machen soll. Oh Gott. Okay, ich muss unten die Tür versuchen. Nicht mich anfassen! Na? Da ist Drogen. Da waren Drogen auf dem Boden. Oh, Speicherplatz. Oh mein Gott. Wir speichern. Puh. Gott sei Dank. Ja, überschreiben, bitte.